Moin Leute und willkommen zurück zu City Vision im Untergrund. So. Hier steht ja auch bei der Übersicht links auf der Seite in diesem Prozenten freigeschaltet Ausbauten, ne? Macht Ja. meint er damit diese Operationsdinger, die man nutzen kann, oder? So, angepasste Operation. Ich glaube, also am Anfang im Menü gibt es angepasste, wo du selber so ein bisschen auswählen kannst. Dann gibt es Tagesoperationen schwer, Tagesoperationen herausfordernd und drei Phasen, fünf Direktiven schwer. Aber Du machst dich schon mal warm hier. was das ist. So. Also wir können immer noch nur Phase 1 spielen. Wir Was können ist aber denn jetzt what? irgendwie Do it bei again. Direktiven kann ich jetzt Hä? Elektrotechnik nehmen. Gab's nicht auch? Ich höre dir auch überhaupt nicht zu, sorry. Mir oder? Gab's nicht irgendwelche. Gab's doch auch was zum Winken und so ein Quatsch, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Sowas gibt's auch, ja. Ah, unter H. Ha? H wie Achso. Handheben. Jetzt Ich habe ich nehme jetzt hier natürlich mal wen anders gegrüßt. Ja, danke, danke, danke. Elektrotechnik. Dadurch haben wir kürzere Cooldowns. Oder wollen wir auf herausfordernd testen? Du machst das schon. Ja, herausfordernd ist Der hört auch so nicht gut auf. wie alle, da sind alle Nee, gelb, ne? muss ich bewegen dann. Also nochmal doppelt so viele Gegner und da fast alle gelb. Guck mal, die guckt auch schon zu. Ja, machen wir erstmal Wir haben schwer. Publikum. Yeah, ich bin endlich Fame. Oh, ich glaube, das war der zu dumm. Die gu jetzt haut's ab. Die guckt trotzdem weiter. Ist das dämlich, ey. Die gucken uns jetzt alle doof zu. Ich hau ab, tschüss. Ja, es steht ja auch noch im Chat unten. Stimmt, ja unten, ja. Und da steht teilweise was anderes als das, was du da machst. Die Daten, die Sie mir gebracht haben, weisen auf ein großes Vorratslager der Rikers in den Tunneln hin. Wir haben keine Leute übrig, um das Zeug abzuholen. Aber wir können jemanden schicken, um es zu vernichten. Und raten Sie mal, wen wir dafür ausgewählt haben. Jetzt könnte das, glaube ich, wieder die gleiche sein. Psst, wichtiges Video. Oh nein, ich stehe in dir. Ihhh. Ist ja ekelhaftig. Ekelhaftig. Ah, diese Flagge hätte ich gerne, muss ich sagen. Alarm! Feinde wurden entdeckt. Bestätigt. Objekt wurde geortet. Welche Flagge? An denen du vorbeigelaufen bist. Ich laufe an keinen Flaggen vorbei. Wichtig ist immer Schnorrer in den Schusslauf. Das habe ich damals schon gelernt. Bei der Grundausbildung. Dass du immer in den Schuss von Immer den in den Gegnern Schuss. hoppen musst. Oder in die eigenen. Scheiße, ich sitze fest. Mal wieder einfach hinmupst. Oh. Ich dachte, das wäre das Zeug. Das hat eben so blinkt. Ja, guck mal, das ist das hier. Ob wir vielleicht eine Granate rufwerfen? Oder Ja, wir Rufballer? sollen das auch zerstören. Ach so. Eine muss es natürlich wieder schicken. Hey, wer ballert denn hier noch? Achso, Die das ist das Gegner. Zeug. Hey, Feuerwerk! Wer ballert denn hier noch? Lass mich nicht zurück! Tschüss! Alarm! Feinde entdeckt! Nein! Guck mal, das ist gleich was Rotes, kannst du hochballern. Hat sie wieder nicht ausgenutzt. Mann, 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 Mann.
bin hier im Stress. Stress? Oder Gegner. Schießt weiter auf sie! Hey. Das ist eigentlich kletter gerne über Wände, Typ. Vor allen Dingen alle mit Ballermaschinen hier und er kommt mit einem Basie an. Ja. Was ist das denn? Schon wieder ein Untergrundbehälter. Wir kommen irgendwo Gegner. Hoch. Ich hab was für dich. Er hat gesagt, ich werde sterben. Und er sagt, er weiß davon nichts. Oh, dann ist er gut. Die schlagen mich. Die Schweine. Nimm die Pistole. Und wo ist hier ein Störding? Nein! Na, das war. Aber man hört das jetzt nicht mehr, ne? Dadurch siehst du auch die Gegner nicht. Was zum? Verdammt, nein! Und wo ist hier noch ein Gegner? Das Teil, was wir noch kaputt machen sollen, oder? Nee, hier ist er. Ich geh erstmal Richtung Ziel. Richtung Ziel vor allen Dingen. Du gehst aber schnell. Ne, Vorsicht. Und wo ist hier wieder eine Bombe? Ich würde mal sagen, da jetzt irgendwo. Oder? Ja. Siehst du? Hörst du? Ja, die hast du ja gesehen beim Hochfahren. Beim Hochfahren? Objekt wurde geortet. Links Gegner? Ganz krasser? Es wurden Gegner entdeckt. Wir haben nur 3 Minuten, ne? Ja. Wie viel sollen wir zerstören? Na, erstmal noch das nächste. Die mach ich platt! Wer ballert denn hier noch auf mich ab? Ja, die Gegner, Mensch. Ah. Die sind nicht wenige. Oh. Ich werde irgendwo beschossen hier. Also einer ist nur umgebracht. Ich habe aber nicht gesehen, von wo die schießen. Oh, du, ach, du bist down. Ich bin down, aber ich heb mich gerade selber auf. Lass das Zeug zum Kaputtschießen. Ich baller. Ach so, das, der Typ war die ganze Zeit ein Gegner. Ich dachte, das warst du. Ich meine, ich würde auch gerne auf dich ballern, ja, aber... Da stand die ganze Zeit ein Gegner nicht. Sehr gut. Herrlich. Ja, ja, Pro Gaming. Aber richtig, ey. Rennen wir jetzt wieder zurück? Nee. Ey. Mich fühlt immer wohl nee, total anders. Ja, der hat... Ja, der hat mir gerade den Weg wieder, dahin gezeigt, wo wir gerade herkommen sind. Aber das sind keine echten Störsender, oder? Das ist immer so zwischendurch dann, ne? Ich hab noch eine Studie gesehen, ne. Und hier sollen wir wieder runter? Bin ich nicht gerade hochgeklettert? Oh, ein Bagger. Was, ein Acker? Ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Falls du glaubst, es wird wieder so, wie es mal war. Hier ist noch ein Dingsfunks, Audio-Handy, Niki. Als der, der du warst, als du dich für die Division gemeldet hast. Nur der Starke überlebt. Und das sind wir. Ich, Kina und die Division-Agenten, die sich gegenüber ehrlich sind. Schluss mit dem Bullshit. Es wird Zeit, sich einzugestehen, dass wir unsere beste Chance sind. Nein, Sir. Die Demokratie ist tot. Wir bestimmen jetzt die Regeln.
Und eine meiner Regeln lautet, keine Heuchelei mehr. Du weißt, wie die JTF und die Division aus der Dark Zone verschwunden sind und die Menschen dem Tod überlassen haben? Ich versteh's. Vielleicht wären sie auch so gestorben. Aber mal sehen, wie sich die JTF fühlt, wenn ihre kleine Quarantänezone umgekrempelt wird. Ich habe ein paar Rikers, die im Tausch gegen Waffen richtig Bock darauf haben. Ist denn da unten überhaupt was? Vielleicht sehen wir uns da draußen, Agent. Ich freue mich drauf. Aber normale Rucksäcke und so. Hier ist noch eine Werkzeugkiste. Der Timer läuft, ne? Was machst du schon die Bude auf? Ich hab nicht aufgemacht. Oh, hier ist schon ein Boss-Gegner. Boss-Haus. Er rennt weg. Ja, der hängt da. Den sieht man bloß nicht. Können wir denn die Teile sehen? Noch nicht. Ah doch, ich sehe sie. Links. Wird von links hier abgeschossen? Was? Boss down. Na und einer heal oder sowas? Alter, geh doch. Habt ihr die zerstört? Ja. Alter, hier geht's ab. Ja, weil das hier auch so eng ist. So. Alter, jetzt krieg ich einen Krampf in meiner Wade, so eine Scheiße. Ja, tough. Ja. Die Rikers werden lange brauchen, um die Vorräte zu ersetzen, die sie vernichtet haben. Gute Arbeit, Agent. Hat er einfach den Boss gekillt hier. Aber hier bekommt man die normale Ausstattung und so, ne? Also hier die grünen Klamotten. Da kannst du ja bis auf vier Sachen, glaube ich, am Anfang zusammenbauen. Also wenn du mit Schild spielst, brauchst du... Ne, brauchst du nicht, aber kannst du diese DNF oder so heißt die... Ja, das wichtige Ankommensvideo. Ich bin übrigens mit der 9789 gefahren, und du? Sie keine Ahnung. Einen sicheren Bereich. Das ist ja schade. Kann ich jetzt irgendwie schon wieder was Geiles tragen? Oh ja, das ist besser. Ah, ich keine Mutz drauf, ich hab keinen Bock drauf jetzt. Brauchst du bloß umpacken. Wie mache ich das auf Easy Peasy hier? Na, das was du, wo die Mods drauf sind, anklicken, dann drückst du F. Und dann steht unten Mods rausnehmen, müsst ihr glaube ich alle raus. Nee. Ach so, naja, toll. Ach, dann switcht der irgendwie gleich automatisch in meinen. Nee. Die musst du einzeln rausnehmen. Und aus den Behältern kannst du ja auch noch so ein Zeugs rauskriegen. Oh, schon mal 10 Stück. Guck grad mal, hab ich hier. Ich glaube diese. Mir gerade nicht sicher. DN F oder C, ich hab keinen Plan. War ja klar, dass sie gleich wieder beim Händler ist. Was darf, wie kann ich Ihnen helfen? Wieso, was machst du da denn? Ich will Platz schaffen und so. Platz schaffen. So. Guck mal, ich mache hier gleich die wöchentliche Aufgabe mit, indem ich es zerstöre. So. Du bist so krass. Ja, richtig, ne? Der Hammer.
Aber ich würde jetzt trotzdem gern mal wissen, ab wann das andere Zeug da freigespielt ist. Na, steht da keine Fortschrittsanzeige irgendwie was? Nee. Na, du siehst ja immer links, wo du dein Level hast, was die nächste Belohnung ist. Jo. Und das sind ja erstmal nur diese Bonusfähigkeiten, die du dir geben kannst, was dich so ein bisschen unterstützt. Wir kriegen jetzt auf schwer, kriegen wir mal 1110 XP und herausfordernd wäre dann 1480. Empfohlen für Gruppen mit hochgradig teamfähigen Spielern. Bin ich nicht. Sollte man das nicht nehmen, ne? So. Kann man dann. Ah, hier. Die zweite Phase kannst du erst nehmen, wenn du Untergrundrang 20 bist. Oh, das dauert noch ein bisschen. Und die dritte, also drei danke, Phasen. Danke. Drei Phasenoperation ist Untergrundrang 35. Ah, schön. Möchten wir nochmal schnell Munition? Ja, wir können es ja dann einmal testen, oder? In der nächsten Folge. Genau da. Genau da. Gut, dann. Bitte bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.